Hi, ich bin Chris und in diesem Video zeige ich dir drei Hairstyles, die du super einfach nachmachen kannst. Im ersten Hairstyle zeige ich euch jetzt den Casual Look. Auch einer meiner Lieblingslooks, perfekt zu jedem Anlass, gerade im Alltag. Zuallererst benutzt du das Spray Care. Vorher natürlich gut schütteln und dann ca. 5 bis 6 Pumphiebe in das Haar einsprühen. Danach kannst du mit deinen Händen dir durch das Haar gehen. Am besten ganz locker, nicht zu straight oder nicht zu streng. Und du kannst dir die Haare dann entweder auf die linke oder auf die rechte Seite legen. Im Anschluss verwendest du das Softcare. Circa eine Haselnussgröße davon in dein Haar einreiben. Und du arbeitest hier so kleine Spitzen heraus. Und wie gesagt, legst du dann die Haare links oder rechts und ziehst dir vorne an der Stirn ein paar Haare noch in die Stirn rein. Und dann hast du eigentlich schon deinen Casual Look zu Ende. Der zweite Look ist der Messy Look, auch ein super Alltagslook, am besten kombiniert im Hoodie. Auch hier benutzt du erstmal Spray Care und sprühst dir davon 5 bis 6 Pumphiebe in dein Haar. Im Anschluss kannst du deine Haare etwas anfeuchten, entweder mit einer Sprühflasche wie ich jetzt oder einfach mit den nassen Händen durch dein Haar gehen. Danach einfach die Haare ganz locker in die Stirn reinfallen lassen und mit den Fingerspitzen die Haare so ein bisschen vorne zusammenformen, so dass es einfach ein bisschen locker aussieht, nicht so straight, nicht auf eine Seite, sondern einfach ein bisschen wilder in die Stirn rein. Du benutzt jetzt ein bisschen Haarspray und bringst gerade in der Stirnpartie etwas Haarspray ins Haar. Und kannst dann einfach mit deiner Hand das bisschen in Form bringen und im Anschluss am besten das etwas anföhnen. Wichtig ist nur, nicht allzu heiß zu föhnen. Und da kannst du ruhig ein bisschen die Haare dann locker so in die Stirn reindrücken. Der letzte Look ist der Classy Look. Ein super Look gerade im Anzug oder wenn du mal schicker irgendwo essen bist. Hier ist es wichtig, dass du jetzt viel mit der Bürste arbeitest und nicht mehr allzu viel mit den Händen. Auch hier benutzt du zuallererst mal wieder Spray Care, 5 bis 6 Pumphiebe in das Haar einsprühen. Danach gehst du mit der Bürste durch dein Haar. Wichtig ist hier, nicht allzu sehr am Ansatz anzufangen, sondern so einen Zentimeter dahinter. Und du legst dir die Haare dann eben so leicht seitlich nach hinten und machst so einen minimalen Seitenscheitel. Im Anschluss benutzt du auch hier wieder eine Haselnussmenge Größe Softcare und streichst dir das in deine Haare ein.
Wichtig ist, dass du jetzt nicht zu sehr irgendwie das durcheinander machst, sondern dass du jetzt schon anfängst, das auf eine Seite rüberzulegen und das Ganze einfach ein bisschen sauberer zu halten bzw. etwas klassischer zu halten. Du kannst dir noch so kleine Partien ein bisschen besser zurechtlegen. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Föhn ran und bringe die Haare nochmal etwas in Form. Versuche aber dabei, nicht allzu viel Volumen jetzt reinzuföhnen, deshalb habe ich den Föhn hier einfach etwas mehr von oben angesetzt. Und der Rest erledigt dann einfach die Bürste und so bringe ich dann den klassischen Look relativ einfach zustande. Bei dem Look benutze ich jetzt natürlich ein Styling-Produkt. Ich verwende hier einfach das Produkt von Crew, nehme ungefähr so eine Fingerspitzenkuppe davon und arbeite mir das jetzt erstmal seitlich in die Haare rein, dann ein bisschen an den Scheitel und lege mir die Haare ein bisschen straighter rüber und nach hinten. Wenn noch so kleine Härchen abstehen, kannst du die einfach noch mal ein bisschen andrücken. Und um das Ganze jetzt eben schön zu fixieren, benutze ich etwas Haarspray, gerade in der Partie vorne. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns gleich im nächsten Video.